Was geht ab, meine Z-Fighter, Hoster dir und heute im Banner-Preview zum kommenden Super Buu, denn Super Buu Strength wird erwartet für den 16. Januar 37 unserer Zeit für die globale Version, also morgen schon, zusammen mit seinem Banner, seinem Dokkenen, aber auch mit seinem Story-Event. Die ganzen Details werden wir natürlich morgen auf Part Z uns ansehen, was bzw. wie das Story-Event etc. aussehen wird und so und so fort, aber was wir uns heute in diesem Video ansehen ist, ja, ich gebe euch meine Ratschläge und Empfehlungen quasi zu den Charakteren oder präsentiere euch die Charaktere und im Endeffekt gehen wir drauf ein, ob man ihn summonen sollte, könnte oder nicht. Natürlich ist die Entscheidung dann bei euch, ob ihr summonen wollt oder nicht in dem Banner, aber wie gesagt, damit ihr das mal allgemein zusammengefasst habt, was uns für morgen erwartet, was die Charaktere drauf haben und wir dann sagen können oder abwägen können, ja oder nein. Jedenfalls kommt auch ein Return am 25.01.37, könnte aber vielleicht der 21. sein, schon etwas früher. Es wird ein Kid Buu Izei kommen mit dem Izei zum Strength Super Saiyan 3 Goku am 23.01.37 unsere Zeit. Die ganzen Daten, wie gesagt, sollten heute Nacht in das Spiel kommen zu den Part-2-Informationen und wir werden das uns ganz dann auf Part 2 morgen im Part-2-Video ansehen, sage ich mal. Jedenfalls sind das die Charaktere, wir werden sie gleich ansehen. Lass uns kurz auf die Waterman-Charaktere anklicken. Das ist der neue Waterman-Preiskarte. Great Simon, Super Saiyan Sai, er wird zum Waterman kommen. Ich würde auf jeden Fall vorab schon empfehlen, für ihn zu grinden. Er ist wirklich ein sehr guter Supporter für die Superclass-Verbündeten. Und dieser Bojack ist neu, den gab es auf JP nicht. Der ist vorerst auf Global bekommen. Warum? Denn auf JP kam mit diesem oder zu diesem World Tournament dieser Gohan, den wir uns gleich angesehen haben, und Mighty Mass. Aber Mighty Mass haben wir schon, deswegen hat Global einen neuen World Tournament Preiskarte bekommen. Der ist gar nicht mal so schlecht, wie gesagt, und cooler, bekommt sein Dokkan Awaken. Das ist World Tournament cooler und danach wird er auch wirklich sehr solide, also schlecht ist er auf alle Fälle nicht. Dann gehen wir mal rüber zu den neuen Charakteren, wie gesagt zum Banner-Preview. Wir haben hier die TOR-Version von dem neuen Super Buu, er ist vom Extreme Strength Type, 120 Level ist sein Maximum, wissen wir alle, kostet 58. Wir brauchen von ihm 77 Medaillen, um ihn zu awaken, von seinem neuen Dokument, das online kommen wird. By the way, vorab, sein Dokument und auch sein Team-Showcase habe ich bereits Videos dazu, schaut am besten in die jeweiligen Playlist dazu rein oder ich werde sie auch auf jeden Fall, wenn ich es nicht vergesse, in die Beschreibung setzen, sei es zum Team Showcase in der Dokkan Showcase Playlist oder dann auch zu dem Dokkan Event, zu den Dokkan Events / Stages Playlist. Jedenfalls gibt er der Transformation Boost Kategorie, die heißt jetzt Transformation Boost, als sie übersetzt wurde, hat man Enhanced Transformation gesagt, aber im Spiel sollte jetzt quasi die Kategorie Transformation Boost heißen, wir werden uns die Kategorie gleich genauer ansehen, welche Charaktere drin sind. Dieser gibt eine Ki plus 3 HP Attack und F 150% oder Extreme Strength Charakteren Ki plus 3 HP Attack und F 90%, ist auf jeden Fall ein super und solider Boost. Er macht mit einer Super Attack immense Damage und verhindert Angriff und Verteidigung des Gegners. Das sind 20% für 3 Runden dieser Debuff. Hat auf den Angriff und auf die Verteidigung konstant immer 80% und transformiert sich, wenn die Bedingungen stimmen. Die gucken wir uns gleich an. Links haben wir Margin, Attack und F 10%, Brutal Beatdown 10%, Metamorphosis 5% Heal, Infinite Regeneration 3% Heal, Fear and Fate, Key plus 2, Wall Standing Tall 15% auf den Angriff und quasi einen Effekt in gewissen Dokken-Events, sage ich mal. Und Fierce Battle 15% auf den Angriff. In den Kategorien ist er vertreten. Margin Buu Saga und Transformation Boost in seiner eigenen logischen Weise. Hier habt ihr die Stats, wie gesagt. Das ist der Buu, wie er droppt. Er hat dementsprechend auch eine farmbare SA. Nämlich aus dem Dokument von Buhan. Droppt auf Stage 1. Das sollte von Buhan sein, wenn mich alles täuscht. Ich kann mal ganz kurz auf jeden Fall nachschauen. Droppt nämlich dieser Boy in dieser Form. Und ihn könnt ihr euch quasi erfarmen. Dann Dokkan Awaken natürlich. Nee, vom Kid Buu war das. Sorry, natürlich vom Kid Buu auf Stage 1. Und dort hier auf Stage 1 droppt der Boy. Dort könnt ihr dann Dokkan Awaken mit den Medaillen vom Kid Buu Event. Das sollten hier an der Stelle 3 sein jeweils. Und er gibt dann hier auf UR, auf der UR-Version, 100% für den kommenden Super Buu. Jedenfalls hat er hier auch an der Stelle eine Transformation. Er kann sich transformieren in Bukulo, Buu Tanks oder Buhan. Hängt von der HP ab. Ab Anbeginn der 5. Runde wird auf die HP geschaut. Ist die HP 49% und drunter, wird er zu Bukulo. Ist die HP zwischen 50% und 79%, wird er zu Buu Tanks. Ist die HP 80% und drüber, transformiert er sich zu Buhan. Was haben diese Boys drauf? Das gucken wir uns natürlich auch jetzt ganz kurz an. Nämlich, wenn er zu Bukulo wird, ändert sich Folgendes. Er erhöht seine Verteidigung hier an der Stelle greatly für eine Runde. Das ist ein Boost von 50% für eine Runde. Macht weiterhin immense Damage. Er hielt sich um 15% at Start of Turn. Hat auf den Angriff und auf die Verteidigung 100% und gibt jedem Verbündeten Ki plus 3 und auf die Verteidigung 30%. Also in Sachen Nützlichkeit, sage ich mal, ist er wirklich am besten von den Transformationen. Hinzu kommen Brainiacs und Demon. Sind hier Ki plus 1. Ansonsten sollte alles gleich sein. Das ist die erste Transformation. Dann
Kommen wir zur nächsten Transformation. Wenn die HP, wie gesagt, zwischen 50 und 79% sind, genau, wird er zu Bootings. Er macht immense Damage und hat ein Ziel auf der Ulti, sag ich mal, auf der Super Attack. Hielt sich um 8% at Start of Turn, hat auf den Angriff 120%, auf die Verteidigung 100% und bekommt zusätzlich weitere 30% auf seinen Angriff, wenn der Angriff des Gegners gesenkt ist. Also wenn er Debuff hat, Attack Down der Gegner, dann bekommt er weitere 30% dazu. Was hier ändert ist, er bekommt Over the Flash, Key plus 3 und Kamehameha, 2500, wenn er Super Attack launcht. Genau. Dann gehen wir zu Buhan. Buhan ist wahrscheinlich die Transformation, die ihr am meisten sehen werdet, 80% und drüber, weil sein Team-Setup ist auch aus Charakteren, die sich gut healen, sag ich mal, oder die tanky sind. Jedenfalls erhöht er seinen Angriff und die Verteidigung für eine Runde durch seinen Super-Attack und macht auch immense Damage. Dieser Boost ist 50% für eine Runde, sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Er hielt sich um 10% at Start of Turn und bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 120%. Was kommt hinzu? Big Bad Boss ist sehr wichtig und Shocking Speed auch wichtig. Key plus 2 hier an der Stelle. Genau, soviel zu unserem Boy Boo. Gucken wir uns mal die anderen Charaktere rein, die hinzukommen. Jedenfalls bekommt dieser Strength Margin Boo mit 35,9 Dokken-Medaillen vom Dokken-Event von dem neuen Super Boo. Beziehungsweise die, da wird Stage 3 zu dem Boo-Event, zu dem Buhan-Event hinzugefügt. Der hat auch eine Farbenresse, ist Stage 1 Boo aus Kid Boos Event. Jedenfalls bekommt er endlich mal ein Awaken und nach seinem Awaken Dokken-Event wird er wirklich sehr gut. Er gibt den Strength-Charakter den Kid Boos 3 HP-Attack im 70%, macht Supreme Damage mit einer Rare Chance, den Gegner zu stunnen, aber trifft jeden, Freunde. Jeden trifft er, heißt er ist ein wirklich sehr guter World-Term-Charakter. Warum? Auch durch die Passive. Er ändert nämlich in Key-Op in Strength-Key und hat auf den Angriff-Attack mit 50%, bekommt pro Strength Key, den er dann im Endeffekt einsammelt, weitere Attack und F 10%. Also er ist wirklich für das World Tournament wirklich gut und geeignet. Innocence, Revival, Master of Magic, Margin, Infinite Regeneration, The Wall Standing Tall, Fierce Battle. In diesen Kategorien ist er vertreten, könnt ihr euch gerne mal abchecken. Außerhalb davon haben wir noch unseren Boy Mr. Satan. Und Mr. Satan, dieser wird quasi summonable sein in dem neuen Banner. So wird er droppen mit 35 Medaillen. Von dem neuen Dokument von Super Boo kann man ihn awaken und dieser Mr. Satan ist wirklich sehr, sehr gut. Ich mache keine Witze. Er gibt super In-Charakter, den Keep User HP Attack auf 90%, ist ein guter Sub-Leader für Battlefield zum Beispiel. Jedenfalls macht es Supreme Damage mit seinem Super Attack und hat eine Medium-Chance, den Gegner zu stunnen, sind 30%. Aber die Super Attack kann sich auch transformieren, ist eine 50-50-Chance. Wenn er sich transformiert, dann macht er Supreme Damage mit Massive Power. Das ist ein, da wird quasi auf den, ja, da wird die SA, der SA-Multiplier wird um 90% erhöht, ist kein Stack, aber es wird quasi nur erhöht und hat weiterhin die Medium-Chance, den Gegner zu stunnen. Die Pass ist sehr, sehr gut. High Chance, gegnerische Angriffe und Super Attacks zu dodgen. Diese High Chance ist 50%, 50-50. Zudem hat er eine Damage Reduction von 50 bis 90%, heißt 50% hat er quasi am Anfang mit voller HP, denn das ist abhängig davon, je weniger HP er hat, desto höher wird dieser Boost und 90% ist quasi der höchste. Und das ist wirklich ein sehr guter Charakter für Super Battle Road zum Beispiel. Hat eine, hat eine Chance zu stunnen, kann dodgen High Chance und hat einen Damage Reduction drauf. Er ist wirklich sehr, sehr gut. Er ist in der Kategorie World Tournament Majin Buu Saga, sei es für die Majin Buu Saga Super Battle Kategorie oder für die Super Int. Die Links hier sind getriggert, beziehungsweise habt ihr gelistet und wirklich, ist wirklich sehr, sehr gut. Ist wirklich ein sehr guter Charakter. Dann bekommen wir noch ein Summable West Supreme Kai, Realm of Gods, Kategorie-Leaderin, Keep User HP 80%, erhöht ihren Angriff greatly für eine Runde, macht Supreme Damage, was bei ihr gut ist, sie ist ein Realm of Gods Supporter, denn Realm of Gods Kategorie-Charakteren gibt er Attack, oder gibt sie, sorry, Attack unter 40% und hat eine, und auf die Chance zu critten 7% drauf. Also jeder Charakter bekommt durch sie, wenn sie in der Rotation ist, Attack unter 40%, natürlich muss dieser Charakter zu den Realm of Gods Charakteren gehören, und 7% Hit, Critical Chance drauf, also Crit-Chance, die Chance zu critten, um es kurz zu sagen. Wirklich, sorry, aber es ist auch an der Stelle früh am Morgen. Tut mir wirklich leid, wegen den ganzen Verplappern in letzter Zeit oder in den letzten ein, zwei Videos. Es wären gerade am Morgen, also ja, früh, bevor ich aus dem Haus gehe, sag ich mal, gedreht, damit ihr dies quasi direkt zum selben Tag habt. Jedenfalls, Battlefield Diva, Innocence, Courage, Shocking Speed, Godly Power, Supreme Power, Katrui, Realm of Gods, Majin Buu Saga, Portara, ist ein wirklich sehr guter Supporter. Dann dieser Boy bekommt auch sein Awaken, das ist der SR Summonable Boo, also ja, den kann man summonen. Er bekommt ein Awaken mit 21 Token Medaillen aus dem neuen Super Boo Event, das uns erwarten wird. Was hat er drauf, um jetzt kurz zu sagen, All Enemies Attack und F minus 20%, hat eine Medium Chance, gegnerische Angriffe zu dodgen, auch Super Decks mit 25%. Ansonsten war es das zu den Summonable Charakteren. Dieser Boy wird Supreme Kai, unser Boy Kaioshin, wird
Free-to-Play sein, der ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Für Freemium Charakter den Key plus 3 HP mit 50%, macht Supreme Damage, erhöht Superclass verbündeten Angriff um 30% für eine Runde, bekommt pro Realm of Gods Kategorie Mitglied im Team Key plus 1 Attack und Lift 20%, das sind dann 140% und Key plus 7, wenn das komplette Realm of Gods Team ist. Er ist gar nicht mal so schlecht, wirklich, Freunde, für einen Free-to-Play-Charakter vor allem. Weil ich die Tage auf jeden Fall schon ist und auf JP habe ich ihn auf 100%. Darauf könnt ihr euch auch freuen. Wie gesagt, wie man ihn bekommt, etc. tralala, das gucken wir morgen uns auf Part 2 an, wenn quasi auch das Event, das Story-Event online ist. Und West Supreme Kai gibt es auch als Free-to-Play-Charakter dazu. Ist es ihre Free-to-Play-Version. Ist quasi natürlich auch eine farmbare SA für die Summonable. Attack mit der 50% kritische Chance steigt um 7% pro Realm of Gods Mitglied im Team. Erhöht ihren Angriff für eine Runde, macht Supreme Damage hier an der Stelle. Genau, Freunde. So viel zu den ganzen Charakteren. Gucken wir uns jetzt erstmal, bevor wir zum Banner gehen, die Kategorie an. Die Kategorie ist wirklich gut. Es ist keine schlechte Kategorie. Es ist eine gute Kategorie. Da gibt es wirklich viele Charaktere. Im Endeffekt sind es Charaktere, die eine neue Form erreicht haben. Transformation Boost Kategorie. Und in der Kategorie sind wirklich gute Charaktere. Vor allem kann man auch, das habe ich auch letztens gemacht im Showcase, die ganzen Charaktere mitnehmen, die eine Transformation haben und in das Team stecken. Da hat Goku Black im Team, den Super Buu im Team, den neuen Gogeta Blue, den neuen Broly, Evo Vegeta und Ui Goku, wenn mich alles täuscht. An sich, Freunde, ist wirklich eine große Kategorie, eine gute Kategorie. Mit der Kategorie kann man viel anfangen. Das Gute ist auch, er gibt ja Extreme Strength Charaktere einen Boost. Heißt, wenn man die Kategorie oder das Team quasi willenslastig hält, kann man noch Rosé auf jeden Fall reintun, als Supporter, sag ich mal, rein- und raussortieren. Die Kategorie ist gut. Die Teamkonstellationen sind auch gut. Die Sache ist jedoch, man muss, also ist jetzt keine Kategorie, die man unbedingt haben muss. Wenn man, ich sag mal folgendes, wenn man die Kategorie und das Team um Super Buu hat, dann kann man auf jeden Fall Extreme Strength Super Battle Road schaffen. Mit ihm habe ich Extreme Strength Super Battle Road auf der japanischen Version geschafft, denn viele Charaktere gehören auch zu seiner Kategorie, heißt, sie bekommen auch den besseren Boost wie C21. Super Buu, dieser Buu, also sind auch Extreme Saiyan Charaktere, sowohl Extreme Saiyan Charaktere gehören aber auch zu seiner Kategorie. Und wenn ihr diese Charaktere habt, Freunde, dann könnt ihr natürlich in die Extreme Saiyan Kategorie rein. Oder ja, Super Battle Road, und die bekommen einen besseren Boost und dann seid ihr good to go, zum Beispiel, ja. Aber wenn ihr jedes andere Kategorie-Team habt, dann macht es aktuell auch denselben Job wie dieses Team dann. Natürlich ist das Team interessant, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Team zu spielen. Wäre aber kein Muss, wenn man schon ein Kategorie-Team hat. Ja, natürlich, das gilt wirklich für viele Kategorien. Aber es gibt einzelne Kategorien, die kann man auf jeden Fall, oder die Leader vor allem, für die kann man dann auf jeden Fall summon. Zum Beispiel die neue Kategorie, die hinzukommen wird, nach Super Buu, Movie Heroes mit Gogeta Blue. Ja, und das habe ich natürlich auch im Auge. Gucken wir uns mal das Banner an. Denn nach diesem Boy sollte Gogeta und Broly kommen. Deswegen wird es wahrscheinlich auch für viele ein Skip-Banner sein. Das kann man auch aber als solches betrachten. Super Buu ist ein interessanter Charakter. Super Buu in seinem eigenen Team wird aber, um ehrlich zu sein, wenn man das gut ist, ein gutes Setup hat, rein und raus rotiert. Er ist nicht schlecht, wirklich. Er braucht ein bisschen Zeit, um warm zu werden, weil nicht transformiert hat er nur Attack und 80%. Nach den Transformationen geht es wirklich ab, so ist nicht. Aber zu dieser Zeit auf Global muss er nicht sein unbedingt, um es vorab zu sagen. Ja, wir haben geschaut, was der Charakter drauf hat, wie die Kategorie ist. Wir werden gleich gucken, welche Charaktere im Banner sind, aber einfach vorab, weil nach Buu, Mitte Februar wird gerade eingeschätzt durch die Leaker und durch die letzten Leaks, was wir uns angesehen haben, wird Gogeta und Broly erwartet auf Global. Da sind die Banner besser, da gibt es dann Discounts, beziehungsweise der vierte wird kostenlos sein, der vierte Multi. Nach jedem dritten Multi ist der vierte kostenlos. Sollte eventuell Global-like Discounts geben, heißt, der erste Durchlauf wird vielleicht vergünstigt, vielleicht auch Tickets, so wie es in Global oft ist mit Duoduk an Festcharakteren. Deswegen eigentlich schon dieses Banner skippen. Auch wenn, wie wir es sehen, Raids sind alle gleich, Freunde, wenn physisch Super Vegito drin ist. Welche Charaktere sind denn drin hier drin? Nun, wir haben den neuen Super Buu, physisch Super Vegito. Und ganz ehrlich, die zwei von den Dokkan-exklusiven Charakteren, die zwei oder von den Leadern her, sind die, die man will. Ob man jetzt Janemba zieht oder nicht, ist nicht schlimm. Der muss aktuell nicht sein. Vor allem, wenn er Issei Janemba noch in Zukunft kommt. Kid Buu muss auch nicht sein, aktuell, bin ich ehrlich. Der ist nett fürs World Tournament, aber er ist auch in jedem anderen Banner nicht featured. Selbes gilt auch für den neuen Mr. Satan und für die neue West Supreme Kai. Die werden in Zukunft in jedem anderen Banner nicht featured sein. Deswegen, nur wegen zwei Charakteren hier reinzugehen, muss nicht sein. Meiner Meinung nach ein Skip. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr in den Kommentaren davon hält. Das heißt aber zu dem Banner Preview, zu Super Boots, den neuen Charakteren. Ich würde euch eigentlich vorschlagen oder ja ratschlagen, spart eure Stones. Skippt das Banner, nimmt so viel mit, wie ihr mitnehmen könnt. Wir werden morgen uns angucken auf Part 2, was genau man mitnehmen kann auf Part 2.
Aber Extreme Battle ist am Start, Battlefield ist heute live gegangen quasi, was wir heute noch streamen werden auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall vorbei, ab 20 Uhr auf Twitch. Und ansonsten werden noch Story-Event hinzukommen, da gibt es auch ein paar Sounds, neue Missionen sicherlich. Deswegen würde ich sagen, eigentlich nimmt alles sonst mit und spart auf das nächste Mal auf Broly und Gogeta. Lasst aber dann noch wissen, was haltet ihr von Super Buu an sich. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wie gesagt, sorry für die Verplapperer. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.